Die Bundesregierung warnt vor einem Gasnotstand ab dem Herbst. Gas droht ein immer knapper werdendes Gut zu werden. Die Industrie hat große Ängste, ob ab der kalten Jahreszeit noch genügend Gas zur Verfügung steht. Viele Bürger sehen jetzt in diesen Wochen, dass die Rechnungen für Gas immer weiter steigen und das dicke Ende steht uns im Land wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch bevor. Und gleichzeitig möchte die Bundesregierung Gas weiter für die Verstromung einsetzen. Und das, finde ich, passt nicht zusammen. Und deswegen finde ich, dass wir alle Kapazitäten heben sollten, um Stromkapazitäten auch in Zukunft sicherzustellen in Deutschland und damit wir Gas nicht für die Stromversorgung brauchen. Daher mein Appell an Robert Habeck. Sorgen Sie dafür, dass die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert werden, denn wir brauchen die Kernkraftwerke, damit Strom und damit Energie in Deutschland auch in Zukunft bezahlbar bleiben. Herr Templin, würden Sie zustimmen, Herr Ploss? Da stimme ich auf jeden Fall zu, weil ich bringe das ja gerade frisch mit. Ich habe heute noch im Laufe des Tages mit verschiedenen kleineren, größeren Unternehmern gesprochen, die alle ziemlich resigniert und frustriert sind, dass sie sagen, wird es unser Geschäft überhaupt noch übers Jahr gehen? Das heißt also, viele werden das Problem haben, dass sie wahrscheinlich sagen, ob Gas jetzt im Herbst noch fließt oder nicht. Das ist dann für meine Wohnung entscheidend. Aber Fakt ist auf jeden Fall eines, sie sind in großer Sorge, sie sind wütend. Und natürlich, und das gebe ich auch gleich mal an der Stelle auch weiter, weil sie sind ja aus einer Partei, die ja in den letzten Jahren auch Verantwortung hatte für die Energiewende. Und deswegen ist natürlich auch die klare Frage, warum kommt die Erkenntnis dann erst jetzt? Schön, die Forderung kann ich voll unterstreichen, aber die Frage, ob man sich darauf hätte nicht vorbereiten können in den letzten Jahren und sagen können, gerade auch die Abhängigkeit vom russischen Gas und so weiter, das hätte man eigentlich sehen können. Deswegen, ich kann es unterstreichen, aber kann nicht ganz nachvollziehen, warum man jetzt aus allen Wolken fällt, will Ihnen da aber auch Ihr Engagement nicht nehmen und sagt, das muss jetzt mal gemacht werden, das kommt vielleicht einen Tacken zu spät. Da muss man eines sagen, also in der Tat, mit heutigem Wissen hätte man sich nicht so abhängig machen sollen vom russischen Gas. Aber hätte man vor noch 2, 3 oder 4 Jahren gesagt, lasst uns doch eine große Infrastruktur für LNG-Importe aufbauen. Lasst uns doch auf anderes Gas setzen als das Gas aus Russland. Da hätten die Industrie, da hätten Unternehmen gesagt, auch viele Bürger, wir wollen lieber das billige Gas aus Russland. Das ist viel günstiger, das kriegen wir einfacher. Da gab es überhaupt nicht die Nachfrage. Daher ist das jetzt natürlich mit heutigem Blick leicht zu sagen. Da sind viele Fehler passiert. Aber ich finde, man muss jetzt reagieren auf das, was seit dem Angriffskrieg Putins auch in Deutschland passiert und was das für Folgen bedeutet. Und was ich nicht verstehe, und das habe ich eben ja auch gesagt, dass die Bundesregierung, dass gerade die Grünen sich jetzt dagegen sperren, dass man die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert. Weil wir brauchen Strom aus anderen Quellen und das Gas dann in Zukunft auch immer noch für die Stromversorgung dienen soll und dafür auch verbraucht wird, obwohl es eigentlich in anderen Bereichen viel dringender wäre, das finde ich, geht nicht zusammen. Und deswegen muss man sagen, ja, mit heutigem Wissen hätte man vor einigen Jahren einiges anders entscheiden sollen, aber wir müssen jetzt reagieren und uns jetzt für die Zukunft gut aufstellen. Aber Herr Ploss, hier eine einzige Frage, eine Rückfrage, was die Atomkraft betrifft. Machen wir uns mit der Atomkraft nicht auch abhängig? Also Atomkraft wirkt immer, ja, damit sind wir unabhängig, aber Uran produzieren wir nicht mehr in Europa, das müssen wir auch von anderen beziehen. Also ist die Atomkraft überhaupt diese unabhängige, schöne Energielösung? Na, es gibt ja viele Länder, aus denen man das beziehen kann und Uran genau, und natürlich Russland ist ein Lieferant, aber es gibt auch viele andere Länder, und ich würde einfach mal uns raten, dass wir uns in Europa umschauen. Jetzt gerade kann man Gas genau, auch von anderen Ländern, nicht nur von Russland beziehen. Ja, aber wir haben ja, das Problem ist, wir haben ja die Pipelines gebaut, um das Gas aus Russland zu beziehen, und wir haben ja im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern noch keine LNG-Infrastruktur. Das ist ja unser Problem, was uns da möglicherweise ab Herbst, Winter in große Schwierigkeiten bringt, weil dann einfach nicht Gas da ist. Und wir im Übrigen auch in einigen Industriebereichen nicht einfach das russische Gas durch anderes ersetzen können. Das kommt dann auch noch hinzu. Aber ich würde uns mal raten, wenn wir über Kernkraft reden, dass wir mal uns in Europa ein bisschen umschauen. Die Belgier haben gerade die Laufzeiten verlängert nach dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine.
Die Franzosen, die bauen neue Kernkraftwerke. Die Finnen, die sagen, wir setzen auf Erneuerbare und wir setzen auf Kernkraftwerke, um die Klimaschutzziele zu erreichen und die Energieversorgung sicherzustellen und damit die Menschen in Finnland auch günstigen Strom haben. Mhm. Und ganz viele Länder um uns herum machen das. Und da finde ich, sollte man sich das mal anschauen und auch nicht sagen, wir gehen jetzt einen deutschen Sonderweg und steigen aus Kernenergie aus, wollen eigentlich auch aus Kohle aussteigen. Den deutschen Sonderweg sind wir ja schon gegangen. Genau, unter Angela genau, aber den müssen wir beenden. Mhm. Und wie gesagt, da sind einige Fehler gemacht worden. Ich war damals nicht in Verantwortung. Ich habe den Ausstieg aus der Kernenergie immer für falsch gehalten. Aber es bringt jetzt auch nicht zu sagen, vor 10, 11 Jahren hätte man das anders machen sollen. Wir müssen jetzt gucken, wie reagieren wir auf diesen Angriffskrieg von Putin. Und viele Länder ändern ja auch ihre Politik und sorgen dafür, dass die Laufzeiten verlängert werden. Und das brauchen wir auch in Deutschland. Herr Parin, können Sie denn auch Befürworter verstehen, die sagen, nein, wir wollen keine Atomkraft mehr in Deutschland und auch nicht die Verlängerung? Klar, kann ich verstehen. Tatsächlich ist es so, Sie kennen ja auch die Frau Merkel und es war ja eigentlich auch die Politik mit der Energiewende. Ne? Und ich habe eher so das Gefühl, dass wir ein paar Schritte zurückgehen. Aber da ist natürlich auch immer die Frage, welche Alternativen haben wir? Wir haben auch bei Kernenergie immer noch das Problem mit dem Atommüll, mit der Strahlenbelastung, auch mit dem Uran. Es ist immer einfach zu sagen, hinsichtlich der aktuellen politischen Lage, alles auf Putin zu schieben und dann trotzdem zu sagen, ja, wir brauchen es. Ich finde das noch nicht zu Ende gedacht. Ich finde es gut, wenn wir jetzt mittelfristig diese Lösung nehmen, aber langfristig stelle ich mir was anderes vor. Ich bin aber auch kein Experte in dem Bereich, muss man sagen. Das ist gerade einfach nur mein Empfinden. Ja. Aber es geht ja jetzt um folgende Punkte. Einmal, dass die Menschen in Deutschland auch in Zukunft günstigen Strom beziehen können und dass die Energieversorgung in Deutschland nicht immer teurer wird. Also jetzt kriegen viele Bürger, viele Unternehmen Rechnungen und die sehen, das geht teilweise um über 100% schon nach oben. Und wie gesagt, in ein paar Monaten wird es wahrscheinlich noch dicker kommen. Für viele Haushalte bedeutet das einen vierstelligen Betrag im Jahr mehr oder deutliche Summe mehr. Das ist für viele, die wirklich ganz genau rechnen und sagen, oh, ich komme vielleicht gerade so bis ans Monatsende hin oder am Ende des Geldes ist noch 4 Monate übrig, die wissen gar nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen. Die haben Ängste. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall eines beschließen, nämlich, dass wir noch für einige Jahre die Kernkraftwerke brauchen, damit wir jetzt diese Notsituation, die wegen des Angriffskriegs von Putin auch auf Deutschland ab dem Herbst zuzukommen droht, dass wir die bewältigen können. Und da kann ich nicht verstehen, dass sich die Bundesregierung dagegen sperrt und wirklich möglicherweise dafür sorgt, dass wir ab dem Herbst in eine Katastrophe zulaufen. Mhm. Frau Burkhardt, Sie setzen sich ja auch für Nachhaltigkeit ein, was sehr wichtig ist, ein tolles gesellschaftliches Engagement. Wenn Sie das jetzt über Atomkraft hören, würden Sie mitgehen bei Herr Ploss Argumentation? Ja, also man muss schon sagen, es ist eine ganz schwierige Situation im Moment. Es ist auch so, wenn jetzt natürlich die Preise auch steigen, dann wird auch jeder ein bisschen bewusster auch mit allem umgehen, auch mit der Energie und mit der klar, dreht man dann die Heizungen noch eher ab und überlegt auch nochmal, okay, heize ich alles nochmal voll auf oder nicht. Das ist ganz klar. Da muss man auch so überlegen, es ist auch ein bisschen ein Wohlstandsproblem, okay, heize ich jetzt meine ganze Wohnung auf oder nicht. Das ist klar auch ein krasser Nebeneffekt, dass man dann für die Umwelt auch was Gutes macht. Würden Sie für den Frieden frieren, wenn Sie das so sagen? Tatsächlich, also ich heize jetzt auch nicht volle Kanne auf. Das Einzige, was ich mache, zum Beispiel selbst in meinem Auto, mache ich, okay, ich habe jetzt eine Sitzheizung zum Beispiel, mache ich die Sitzheizung an, die verbraucht aber nicht so viel, wenn ich voll einheize zum Beispiel. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, auf hohem Niveau jetzt gesprochen, aber zum Beispiel auch im Bus oder so, dann friere ich halt im Bus, aber habe halt eine warme Jacke oder so an. Ich finde, auf sowas kann man schon verzichten und kann einen großen Beitrag dazu tragen. Aber was bringt es uns, wenn wir in Deutschland auf solche Kleinigkeiten achten, wenn man auf der Welt darüber lacht woanders? Also das ist ganz klar, auch jetzt zum Beispiel eher im Osten, da ist die Klimaanlage dauerhaft an die ganze Zeit. Also ich meine, da braucht man jetzt nicht bei uns überlegen, okay, lasse ich jetzt da die Heizung ein bisschen an oder drehe ich jetzt auf 3 oder auf 5? Das ist ja halt ganz klar. Ist Bayern denn ein besonders nachhaltiges Land, wenn Sie den Osten ansprechen? Ja. Also ich finde tatsächlich, wir machen schon sehr viel. Ihr Vater macht einen guten Job. Ja, macht einen guten Job. Mhm. Ja, der gibt sein Bestes auf jeden Fall. Mhm. Und ich meine,
Es ist auch ein zentrales Thema gerade eben. Ich werde darüber auch meine Doktorarbeit schreiben, das ist mir ganz wichtig. Aber ich gehe eher auf das Greenwashing ein, dass viele Unternehmen... Sie schreiben nicht über Bayern die Doktorarbeit, sondern über das Greenwashing. Okay. Naja, über Unternehmen, die so tun, als ob sie green sind, aber tatsächlich eher nicht so sind. Und mit dem European Green Deal, was die Europäische Kommission macht, wird zwar versucht, dagegen vorzugehen, aber tatsächlich, muss man schon sagen, ist es auch eher ein bisschen ein Image-Thema. Also... Ja, muss noch viel passieren.